Halle. Ja, alles klar. Ja. Wir wollen das kaufen. Ihr wollt das kaufen? Ich bin Cindy, ich bin Mitarbeiterin in der Niederlassung bei der Firma Würth, arbeite seit 10,5 Jahren für die Firma Würth, das auch mit ziemlich großer Begeisterung und viel Leidenschaft. Hallo! Alles gut? Hi. Ja, muss ja, muss. Fahrt jetzt auf die Baustelle nehmen? Ja. Geil. Ja, dauert noch. Guck mal. Wir müssen dich doch erstmal hochladen. Ja. Gib mir eine Sekunde. Wie läuft's sonst? Was habt ihr vor am Wochenende? Fahrt ihr wieder in den Hansapark? Ja. Geil. Mit Familie? Ja, so schön. Letzte Woche waren wir auch schon da. Ne? Ja, ich weiß. Wir müssen uns auch mal bald wieder treffen, ne? Stimmt. Wir haben alles, was man sich wünschen kann an Freiheiten. Die Läden, in denen wir arbeiten. Gerade in meinem Laden, in dem ich jetzt arbeite, durfte ich ziemlich viel frei entscheiden. Wollt ihr mal meinen Laden sehen? Wir haben von 125.000 Artikeln, 5.500 hier vor Ort liegen, dass wir den Sofortbedarf jeden Handwerkers abdecken können. Es gibt alles. Wir haben Tomatensuppe, Kakao, Süppchen, Tee, Cappuccino. Wollt ihr mal das kleine Lager sehen? Hier dürfen nämlich nur wir Mitarbeiter rein. Ich scanne erstmal alles ab und dann räume ich ein. Moin! Ich bin der Timo, komme von der Firma Gabriel, bin Lagermeister. So, ich will mein Lager auffüllen. Na, dann lass mal einen Wagen nehmen. Ab geht die große Fahrt. Dankeschön. Was brauchst du noch? Handschuhe. Wie immer? Immer 9er und 10er, 2 Pack. Kalt oder warm? Kalt. Bitte bei den Temperaturen. Trennscheiben brauchen wir noch. Jo. Da nehmen wir 2 Pakete mit. Das wär's. Schön. Kurz und schmerzlos. Kann ich da noch ein Herz mit drauf machen? Ja, gerne für mich aber, ne? Ja, hey. Sehr liebevoll. Sieht eher aus wie ein Pfirsich. So, jetzt habt ihr aber die dreckige Lache drauf, ne? Wie nein. Marc! Hallo, Cindy. Ich bin Marc Engelmann, Geschäftsführer der Dachdeckerei Engelmann. Wir bieten sämtliche Arbeiten rund ums Dach an und Bauklempnerei und Fassadenverkleidung. Ich bin ein alter Mann, ne? Nicht so schnell. Entschuldigung. Du siehst aber immer noch gut dafür aus, wa? Dankeschön. Also, wie war das? Hatten Sie nicht gestern Geburtstag? Ich hatte gestern. Na, jetzt den Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Cindy ist super freundlich, ist gelernte Tischlerin, kennt sich mit den Produkten aus, die sie hier verkauft, was ein Riesenvorteil ist. Weil die es macht. Das bist du ja gewohnt, ne? Jawohl. Cindy! Ich hab Kundschaft, ich komme! Ja, ich auch! Teil dich! Danke, mein Bester. Tschüss. Ciao. Mhm. Ja. Dann. Haben wir das nicht. Das ist gut. Timo! Ach, Kaffeepause, ne? Wollen wir einen Kaffee machen? Hast du auch Bock auf einen Kaffee? Na, dann komm mal mit.